Nächster Redner war Wolfgang Gerstl von der ÖVP. Danke, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf heute hier für die Parlamentarische Bürgerinitiative betreffend die Einführung einer österreichweiten anonymen Statistik über Schwangerschaftsabbrüche und der Erforschung der Gründe dafür reden. Diese Parlamentarische Bürgerinitiative wurde von über 50.000 Menschen unterstützt. Und heute stehe ich für diese Bürgerinitiative hier, um Sie hier dabei zu unterstützen, dass Ihrem Anliegen gerecht getan wird und dass man Ihrem Anliegen nachkommt. Warum ist das so wichtig? Weil es, glaube ich, keinen Bereich in Österreich gibt, wo es nicht eine entsprechende Statistik gibt. Und es ist daher nicht verständlich, wenn man in einem Bereich vielleicht aus einer bestimmten Gesinnungsethik heraus eine Statistik nicht zulässt und auf der anderen Seite der Verantwortungsethik keinen Platz gibt. Daher möchte ich ganz bewusst auf die Stellungnahme der Universität Wien eingehen, vom Institut für Familienforschung, die hier auf rund 40 Seiten erklärt hat, wie es in anderen Ländern aussieht, welche Parameter dafür erforderlich sind und warum es gut ist, eine Statistik einzuführen. Wir haben von allen Bundesländern Stellungnahmen eingeholt. Die waren zum Großteil auch positiv. Nur eine negative möchte ich hervorkehren. Das ist die von Wien. Und da muss man wissen, dass wenn man mit den Leuten in Wien spricht und sagt, warum könnt ihr nicht sagen, dass eine Statistik grundsätzlich immer einen Mehrwert bildet, wenn man irgendetwas wissen will, warum oder ob man dafür ist oder ob man dagegen ist, dann hört man hinter vorgehaltener Hand, wenn ich in Wien eine Statistik befürworten würde für Schwangerschaftsabbrüche, dann würde ich meinen Job verlieren. Meine Damen und Herren, so darf es nicht sein, dass Experten von einer Landesregierung politisch unter Druck gesetzt werden. Es ist wichtig, dass hier eine Expertise gegeben werden kann. Und dann ist es nicht erforderlich, dass eine solche Stellungnahme nicht ausdrücklich negativ ist, aber darin gesagt wird, dass die Zahlen in der Argumentation rasch missbräuchlich und zum Schaden der Frauen diskutiert werden können. Nein, meine Damen und Herren, eine Statistik sagt nicht aus, ob man dafür oder dagegen ist. Es gibt eine Grundlage, eine Möglichkeit, darüber danach zu entscheiden. Aber ohne Grundlagen wissen wir nicht einmal, wie viele Schwangerschaftsabbrüche in Österreich es gibt. Die Gefahr, dass wir mehr Schwangerschaftsabbrüche haben als in anderen Ländern, wird immer wieder geäußert. Um dem Klarheit zu geben, wird es dringend notwendig sein, dass wir eine Statistik zulassen. Vielen Dank. Wolfgang Gerstl von der ÖVP mit einem Plädoyer für die Wichtigkeit von Statistiken war das.